Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Ja, ich habe mich gerade geduscht. Es ist, lass mich auf die Uhr gucken, 22.10 Uhr. Ich bin vorhin erst vom Reiten zurückgekommen. Mittlerweile ist es schon dunkel und ja. Und ich hatte Bock, noch eins der Folgen aufzunehmen. Also habe ich beschlossen, ich mache jetzt RL Craft. Und habe mich erstmal gewundert, was das hier für komische Dinge sind. Bis ich da oben geguckt habe. Ich weiß nicht, seht ihr das, wenn ich... Ah, scheiße, das Ding hat hier keinen Zoom, ne? Das ist kein Optifine drauf. Da steht Raximus Strider. Das ist unser Strider, der irgendwie beschlossen hat, er ist jetzt ein Geist und steckt in der Wand. Aber ja. Ich bin dafür, wir tun jetzt mal dieses Grundkonstrukt bauen, denn ich denke, wir sollten es zusammen machen. Keine Ahnung wieso, ich finde es einfach besser. Weil sonst stehe ich irgendwann da und ihr wisst gar nicht, wie viel Zeit eigentlich in sowas reingefließt teilweise. Im Grunde ist meine Idee jetzt nicht wirklich solide. Vor allem könnte bei einem Bau ja auch viel Bescheuertes passieren. Vor allem bei so einem Spiel hier. Also ich überlege, dass wir hier sozusagen nochmal abschließen und vielleicht hier noch einen Raum dazusetzen dann. Das schon mal absenken. Bedeutet, wir machen hier so eine Treppe runter. Das ist so ein Hauptraum. Und das wird unsere, keine Ahnung, Bucht. Bedeutet, wir schneiden hier die komplette Erde raus. Machen hier so eine Glas-Holzfassade hin. Und ziehen es dann hier rauf. Keine Ahnung. Let's try. Also müssen wir hier einen... Müsste passen. Wollte schon sagen, irgendwie kommt mir das gerade komisch vor. Welcher Vogel meckert schon wieder? Ich baue hier. Da merkt man erst, wie dünn unsere Wohnung da drin ist eigentlich, ne? So. Da steht der erste Teil schon mal. Das ist ja auch schon, ich glaube, ein Schutz gegen große Monster. Ich glaube, die kommen da nicht durch. Da hinten steht schon wieder ein Zombie. Kannst du eigentlich mal da drin rauskommen? Das ist nicht unbedingt gut für dich. Ich will es nur gesagt haben, bevor du anfängst zu meckern, dass es dir nicht gut tut hier. So. Alter, wir haben noch so viel Holz. Das geht sich alles so easy aus. Was ist das? Ach, Summer und Atom. Wir müssen auch mal schauen, dass wir eine Ding machen. Eine Jahreszeitenuhr. Damit wir wissen, welche Jahreszeit überhaupt ist. Ah, genau. Was ich auch gern hätte, ist wenigstens ein Block von Wasser irgendwie in der Base erreichbar. Bedeutet, wir können uns entweder irgendwann mal einen Automaten bauen, der sozusagen Wasser automatisch generiert, wenn ich Glasflaschen reinhaue. Oder dass wir halt am Anfang, ohne raus zu müssen, Frischwasser erhalten. So, dass wir auch hier, sagen wir mal, drinnen längere Zeit überleben können. Das wäre auch der Plan, dass wir vielleicht ein Greenhouse bauen und da drin dann Crops züchten. Also allgemein... Jo, habt ihr den gerade gesehen? Der ist ja mit 20 km/h da drüber geschossen. Aber jetzt erstmal... Lass mich! Der wollte mich nicht pennen gehen lassen. Eigentlich schon eklig, wenn da so Tentakeln. Lass Finger weg! Kann ich den wieder sammeln? Geht das irgendwie? Ich habe absolut keinen Plan. Schau mal kurz mal in die Steuerung. Controls. Movement, Gameplay, Inventory, Create, Meshals. Toggle Cinematic Camera. Cinematic Camera? Hä? Carry. Carry on. Ich will eigentlich nur das Viech, was da steht. Mal hier. Beastery Index. So, schauen wir mal. Dismount an. Ich will, dass das zurückkommt. Und wie kriege ich denn das zurück in seine Minion Selection Mount Ability Set?
Wir machen mal Z. So ganz habe ich es jetzt noch nicht gecheckt. Ehrlich gesagt. So, okay. Ich bin so ein Wassermonster hier unterwegs. Ist eigentlich der Drache weg oder ist der da? So ganz nachschauen will ich auch noch nicht. Also oben ist auch wieder ein Monster. Vielleicht kann mir jemand mal in den Kommentaren sagen, wie ich Monster wieder zurückkriege in ihre Bude. Das wäre gar nicht doof, glaube ich. Das war der falsche Punkt. So. Ja, der hat ordentliche Holzbratscher auf dem Holzboden an, du. Zack, zack, zack. Einer noch, oder wie? So, und dann... Das könnte wehtun. Na, der eine Fuß, der tut. Das passt perfekt. Der ist schon morgen wieder... Der Fuß wird morgen wieder. Weil wir werden wahrscheinlich genau diese Breite auch brauchen für unser Glasatrium. Alter. Dieses Viech macht mich fertig. Ich will das wieder zurück in seine Kiste. Das soll wieder dahin, wo es hergekommen ist. Aus dem Nichts irgendwie. Das muss ja dann eh wahrscheinlich hier vollkommen raus. Ich habe so absolut null Plan vom Bauen teilweise, ne? Also teilweise bin ich echt lost, wenn es um sowas geht. Von welcher Höhe setzen wir das? Setzen wir das auf die Höhe? Dann müsste ich mich jetzt hier abbauen. Und dann... Wie habe ich so die Vermutung, dass in diesem Game, selbst wenn ich ein bisschen Erde nur abbaue, irgendwann ein böses Monster auftaucht, das mich essen will, weil ich ja seine schöne Erde kaputt gemacht habe. Dieser Soundeffekt macht mich irgendwann noch kirre. Und ich schaue trotzdem nach, obwohl ich weiß, dass es ein Soundeffekt ist. Da wächst nichts. Ich weiß nicht mal, welcher Monat ist. Das ist ja das Grausige. Ah, da juckt es gerade am Knie. Hab zwar kein... Ey, das ist gemein, wenn man dauernd denkt, da ist jemand... Warte mal, ich schaue jetzt in dieses blöde Beastery-Deck. Warte mal, ich habe auch irgendwo was zu essen eigentlich, oder? Irgendwo sollte ich auch was zu essen haben. Frisch sogar. Da, guckt. Ein Cooked-Silex. Water-Briefing kriegt man... Da steht da nicht dabei, das ist gemein. Ja, ja. So, warte mal. Warum bin ich schon wieder auf Schiff gekommen? Da ist er. Seasons Clock. Hä? Ein Quarzfisch? Bitte was? Ein Season Sand... Ja, ja. SS-Icon. Das sollte man nicht so stehen lassen. Das hört sich falsch an. So. Jetzt halt schauen wir uns das nochmal an. Beastery. Das müsste ja das hier sein. Pets. Your spirit. Select a pet from the menu on the left. Strider. Ach, guck mal. Release aggressive. Ah, jetzt habe ich ihn dismissed. Ah, jetzt füllt sich mein Spirit auch wieder auf. Wie hat den überhaupt gesummoned? Das ist mal so eine andere Frage. Also füllt sich mein Spirit wieder auf. Health 1, Experience 1. Okay. Aber ich kann so ein Viech haben. Kann man das reiten? Also der größte Shit...
überhaupt. Es kann sogar geritten werden. Das müssen wir ausprobieren. Holy shit, das müssen wir echt ausprobieren. So. Ich würde aber sagen, wir bauen hier jetzt erstmal circa um, damit wir dann hier schon mal ein bisschen wie tiefer, weil das ist ja... Holy shit, das wird ein Aufwand. Ich habe echt die Vermutung, dass irgendwann so ein Vieh rauskommt, so... Meine schöne Erde! Du kannst doch die Erde nicht kaputt machen, Herrgott Sakrati! Meine Erde! Der nimmt meine ganze Erde weg! Hilfe! Bandit! Ich bin so gut drauf für die Uhrzeit, ey. Ich schaue so müde fix aus. Nee, die Vorstellung ist gerade witzig. So, machen wir hier das Eisen, weil Eisen ist cool. Und Quest Gathering 8. Na gut, dann machen wir es halt aus Stein. Ich hätte gedacht, ich werde ein bisschen modern, aber nein, ich darf nicht modern werden. Ich muss in der Steinzeit leben, weil das das Spiel ja so will. Ja, ist das Spiel denn dann zufrieden? Weißt du schon, RLcraft, der Name verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Weil für mich ist RL Real Life. Das kommt vielleicht von den ganzen anderen Spielen und sowas, aber RL heißt für mich Real Life. Und in Real Life, wenn ich eine Eisenspitzhacke habe und... Und davor eine Dingspitzhacke, eine Stein. Oder halt so ein Steinknüppel, mit dem ich Stein zu hauen habe. Sage ich nicht, oh, jetzt fehlt mir aber noch das Wissen dafür, wie ich so ein Ding schwinge. Da schwinge ich einfach die Axt, weil ich brauche das Zeug. Genauso mit einem Eisenschwert. Das Schwert funktioniert genauso wie das andere Schwert. Ich hau drauf und hoffe, dass nichts... Ich hab euch gesagt, der Boden ist böse. Da faucht was. Ich hab nichts gemacht. Da ist schon wieder so eine blöde Fee. Bist du nett oder böse? Will ich's wissen? Ich will's wissen, aber erstmal tue ich meine Sachen. Verstauen. Oh scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Ich sollte mal sortieren. Ja stimmt, den Bogen habe ich auch noch. Hm. Warte mal, das ist jetzt... Was habe ich denn alles hier? Ah! So, warte mal. Toll. Ich will noch... Stein habe ich da drüben. Hallo! Oh, warte mal, habe ich jetzt wenigstens 10 Plätze frei? Yes, habe ich. Okay. Wir begrüßen mal unseren neuen Nachbarn. Hey. Morgen! Hi! Ich wollte mal guten Tag sagen und sie in der... Guten Tag. Dürfte ich mich vorstellen? Ich bin ihr Nachbar, beziehungsweise ich wohne hier... Könnt ihr auch vorhin Pinkpot... Ja, guten Tag. Was passiert denn? What? Ich krieg Glowing? Ja, wie war das mit F? Ja, nice! Bringt sich ja voll viel.
Ich glaube, ich bin geheilt. Da war doch gerade noch ein Viech, ja? Ich müsste googeln, echt, ob's. You only can sleep at night. Ich weiß nicht, ob es Nacht ist. Ich hab Nachtsicht jetzt. Das ist weird. Ich hab eher gedacht, dass ich explodiere. Ah, piep, 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 piep. Was ich auch nicht als Idee hätte, dass wir sozusagen da drunten vielleicht wirklich das Greenhouse hinbauen. Hier ist eine Treppe dann runter. Das kommt zum Beispiel von da vorne, hier ist eine Treppe runter. Und hier baut man eine Farm unten rein. Und ich gehe jetzt mal rein. Bevor irgendein Scheiß passiert, gehe ich rein. Und lege mich hin. Also unten sozusagen die Farm hinbauen. Dann können wir Wasser reinfließen lassen und abstellen wahrscheinlich auch mit der Redstone-Schaltung rein, theoretisch. Sind die immer noch da? Die spielen immer noch Ping-Pong, oder? Scheint so. Aber Leute, ich würde sagen, bei mir ist meine Anzeige weg. Don't ask me why. Meine Anzeige ist abgehauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine 5 war. Ich habe irgendwas gedrückt, dass meine Anzeige weg ist. Hilfe! Na gut, Leute, auf jeden Fall, das war's für die Aufnahme. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das wäre ein Traum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!